Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Cooking Simulator 2022 in der Wildnis. Mit dem Mike. Hi Mike. Hallo. Nee, ich bin gerade hier im Wallheim mal ein bisschen am Essen vorbereiten, damit wir mal ein bisschen Essen wieder haben, beziehungsweise ich im Inventar. Was denn? Hallo, Steingolem. Ah, Steingolem. Soll ich dich mal beim Silbersammeln gleich unterstützen, oder bist du da? Bist du da sicher? Ja, soweit sicher. Okay. So, dann haben wir hier gleich zumindest eine zweite Essensquelle, dann bräuchten wir noch eine Ausdauerquelle. Da könnten wir aber eventuell Augencreme machen. Mal gleich mal gucken, ob wir noch Frostdrüsen haben. Wenn nicht, gehen wir einen Mike im Schnee nerven. Dann können wir hier Drachen farmen. Und die können wir auch mal wieder ernten. Und die Bienen sollen ja nicht umsonst arbeiten, ne? Müssen wir schon alles wieder wegsnacken. So. Frostdrüsen. Die sind ja vermutlich in der Kiste, wo Frost dran steht. 21, ja, sollte man definitiv nochmal holen gehen. Also die reichen jetzt erstmal, klar. Aber für Frostpfeile, weil Frostpfeile waren ja bis jetzt eigentlich auch immer sehr angenehme Begleiter. Ja, kackst du nochmal einen Leinenzwirn aus. Hi Lilly. So. Ich meine, für unser Leben gut, für unsere Ausdauer jetzt nicht unbedingt so gut, aber ne, man nimmt ja, was man kriegen kann. Oh, drei Augen, oder? Hätte ich mehr Augen einpacken können. Ich hatte es noch so im Gefühl, hab dann gedacht, nein, das ist 1:1, da muss ich nicht mehr Augen einpacken. Oh, und dann rennen wir gleich nochmal. 14 mal 3, 28, 42, machen wir. Die Antwort auf alles! Hab ihn. Wen? Den Steingolem? Nice. Ja. Aber wieder ein bisschen Material für, ja, 8 Stück. Für hier Dingensbums. Achtung, Wolf, ich muss durch. Wollte er einfach mal im Weg rumstehen. Man muss mal auch mal machen, ne? So ist es ja nicht. Oh. Schön am Augencreme zu sammeln. Man muss das aus dem Augen muss man schön raus, ne? Das Weiche, und das vermisst man mit so ein bisschen gefrorene Drüse. Ein schönes, weiches, ne? Eisartiges, Soft Eis im Prinzip. Frozen Joghurt. Frozen Joghurt. Aha. So ist es. Und dann schmeckt das schon ganz gut, ne? Von Fischen, die Augen sind ja auch Delikatessen. So, da haben wir auch wieder ein bisschen Ausdauer. Das ist doch schön. Tun wir direkt. Okay, okay. Man muss da auch mal dran riechen scheinbar. So, das haben wir. Dann gehen wir einmal rüber und upgraden unser Schwert eine Runde. Ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen, weil ich nur so einen Trollkopf gesehen habe, der halb in mir steckte. Aber es war natürlich der Troll, der über unserem Eingang hängt. Oh, haben wir da nicht nochmal nachgelegt gehabt? Einmal nicht. So, 20. Nehme ich. Doch. Er hat doch 10 Stück reingestopft. Die sind jetzt nirgendwo mehr. Das ist mysteriös. Ja, komm schon, laufen wir außen rum, weil die 1 mm große Kante, die kann ich definitiv meine Beine nicht mehr heben, wenn ich so schwer beladen bin. Boom. Oh. Ah, nee, unsere Stufe ist jetzt Ausbaustufe 6, aber es gibt wohl auch Ausbaustufe 7.
Um das Schwarzmetallschwert auf Stufe 4 zu verbessern, braucht man Ausbaustufe 7. Mhm. Wie konnte ich es jetzt wollen, das machen? Ja. Ja, du, ne? Da ist noch Platz nach oben, was das angeht. So, das wächst natürlich schön. Da gerade mal gucken, wie es den Jungs. Du siehst mich nicht, Lox. Du siehst mich nicht. Oh, du siehst mich. Ja. Ja. So, das ist natürlich die Frage. Kann man da einen Sattel für bauen? Nicht hier zumindest. Dann gehen wir mal kurz rüber wieder und gucken mal. Der Werkbank kann den Sattel bauen. Und der normalen Werkbank. Und was brauchen wir dafür? Das wäre dann der nächste Schritt. Moin, Lilly. Ich möchte jetzt hier keine Mäntel bauen. Trolllederhosen. Loks, Umhang, Trollleder, Trollleder. Müsste eigentlich ganz unten sein, der Sattel. Ja, 15 Schwarzmetall. Das heißt, wir brauchen die Level 15 5 Werkbank auch auf drüben. Ja. Also, neues Projekt. Da drüben eine Werkbank hinzustellen. Und ich befürchte, dafür brauchen wir Eisen. Das heißt, wir müssen nochmal in den Sumpf, um im Sumpf Eisen zu sammeln, um dann drüben. Weil nee, wir können ja Sachen hier abbauen. Ja, gar kein Problem. Das ist ja alles nur temporär immer. Dann bin ich ja schon wieder beruhigt. Bin ich ja schon wieder ganz entspannt. Aber da könnten wir gleich mal gucken, wenn wir das Holz hier nehmen. Ah, wir brauchen ja Holz dafür. Du trägst so viel. Ja, ja. Ich laufe ja jetzt nur darüber. Da kann ich auch ein bisschen mehr tragen. Strohdach Außenecke. Können wir das hier drauf bauen? Achso, mehr hätte ich das mal gerade gebaut, ne? Geht das nicht? Muss ich da erst eine Holzwand davor bauen? Wenn ich da eine Holzwand reinbaue, da klebt er dann dran. Okay, na, dann bauen wir da eine Holzwand rein, ist ja. Ja, kein Problem, ich bin da ja flexibel. So eine halbe Holzwand noch da reinbauen, oder? Ja. Das wäre, glaube ich, eine angenehme Höhe. Nee, ich hätte ihn schon gern da drauf. Dankeschön. Ich reißen wir ab. Achso, ich habe jetzt keine Ausdauer mehr. Ich habe gar keine Ausdauer mehr. Muss noch ein Holz fallen lassen, damit ich wieder genug Platz im Inventar habe, um Ausdauer zu bekommen. Ja, da gibt's nichts zu lachen, Kobold. Der Kobold lacht mich aus. Mach zurück. Er kichert. Ich hab's Gefühl, der nimmt mich nicht ernst. Der hat keinen Respekt vor dir. Aber echt, ey. Der Drecksack. Der mit seiner Fackel da. Ja, dann bauen wir das halt da so rein, ne? Also wenn es hält, dann hält. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Bauen wir halt da unten das kleine rein. Alles, was geht, wird gebaut. Ne? So einfach ist das.
Dann machen wir nämlich hier nochmal schön schräg da rein. Plopp. Und flopp. Müssen wir, glaube ich, dann hier gleich aber noch ein bisschen begradigen. Weil es sieht ja sonst schrecklich aus. Dann machen wir hier jetzt ein flaches dran. Ich etwas wundere, dass das alles noch im grünen Bereich ist, aber gut, ich möchte da jetzt nicht. Wenn das Spiel das akzeptiert, dann akzeptiere ich das natürlich auch. Es wird nebelig, da ruckelt es natürlich, ist klar. Ein helfiges Inventar gebrauchen. Was könntest du? Ein helfiges Inventar. Ein helfiges Inventar? Ja. Ja, dann muss ich meins mal leer machen. Ja, ich suche mir irgendwo eine Truhe, die leer ist und stopfe sie voll mit den Sachen und dann mache ich mich auf den Weg. Es ist nebelig. Ich mag das nicht. Ich sehe doch dann gar nichts. La 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 la. So, ich nehme an, du bist im Gebirge. Ja. Eisen. Da wo mal der Punkt war. Wolf. 4. Ja. Wolf, ne? Du trägst zu viel. Ja, schön. Oh Mike, ich habe gehört, du trägst zu viel. Warum machst du denn sowas? Das ist doch illegal. Das ist nicht gut für deinen Rücken, junger Mann. Immer schön aus den Beinen heben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. L-L-A-M. L-M-A, so rum. So, dann ziehe ich meine Rüstung aber auch mal an. Und dann renne ich mal den Berg hoch. Ach ja, entspanntes Wandern durch den Schnee. Es wird gerade auch dunkel, kann das sein? Gehe ich von aus. Nice. Wäre ja sonst langweilig im Schneebiom. Ich hatte vorhin Kampf zwischen einem Drachen und einem Wolf. Mhm. Der Wolf, der hat mich, ja, sagen wir mal so bis 40 runtergehauen. Und dann hatte ich noch den Drachen habe ich easy weggekriegt. Ja gut. Ich sag mal so, die Drachen sind ja auch nicht unbedingt ein Problem. Problem ist halt, wenn du halt parallel beispielsweise den Wolf hast. Weil der Drache trifft dich dann natürlich in dem Moment, wo du mit dem Wolf kämpfst, trifft dich der Drache immer. Also normal treffen die nie, aber dann trifft der. Ja, dann trifft er immer. Und dann hast du halt diesen Slow drauf und dann bist du halt richtig im Arsch. Oder im Wolfsmaul wahlweise. Und dann später im Wolfsarsch, weil, ne, der verdaut dich und, ja, ne. Irgendwann kommst du hinten raus. Richtig. So funktioniert das nämlich. So. Jetzt mal Ausdauer regenerieren, sonst laufe ich gleich bei meinem Glück einen Wolf in die Hände ohne Ausdauer. Dann komm her, Yogi, ich will dich fressen. Happa, happa. Ja. Komm zu Papa. Ich höre jetzt schon überall Kobolde lachen. Ich habe auch gerade hier einen gehört. Ich gucke auch noch in die Richtung, wo ich denke, ich etwas. Ich habe Halluzinationen, Mike. Der Schnee tut mir nicht gut. Was ist denn der Vater Morgana? Ja. So. Und ein letztes Mal ein Stückchen laufen. Na, vielleicht nicht ein letztes Mal. Ich muss hier nochmal kurz auf die Ausdauer warten. Hallo! Hallo! Mike, das ist, ein ziemliches Loch, was du hier hast. Ja. Oh, Steine. Ja, eigentlich sollst du nur das einsammeln. Geht nicht, kein Platz im Inventar, zu viele Steine drin. Dann werf die Steine raus. Oh, immer soll ich die Steine rauswerfen? Ich habe jetzt noch 495 und ein 30er Stack. Wie viel muss ich da jetzt vom rauswerfen, dass ich genug habe? 495 hast du? Ja. Ja, oder versuch's, sonst hätte ich jetzt geguckt, was einer wiegt. Einer wiegt 14. Das heißt, du musst 3 rausschmeißen. Was? Ah, Mist. Warte, vielleicht kann ich den ja noch mitnehmen. Nee, kann ich nicht. 55 Steine sind das, nee. Jetzt bin ich auf 49.
Oh, Wolf. Was denn, wo? Hab ich irgendwo gehört. Au, 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 au! Vielleicht, dass du auch der Felsen bist. Hinter uns, der sieht auch so ein bisschen aus wie irgend so ein Drache oder so im richtigen Winkel. Ja, ne? Du, 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 du. Aber weißt du, was jetzt das Blöde ist? Hm? Wir können nicht das Portal nehmen, wir müssen jetzt nach Hause laufen. Kein Problem, ich habe ein bisschen Licht angemacht. Du, 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 du. Du, 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 du. Alter, guck mal, wie da unten das Drachennest beleuchtet ist. Das ist ultra geil, oder? Das habe ich eben schon beim Hingehen gesehen und gedacht. Ui. Ich war ja schon leicht versucht, einfach mal ein Drachenei mitzunehmen. Aber ich habe gedacht, nein, das wiegt 200. Dafür habe ich kein Kraft dabei. Was ich übrigens auch gelesen habe, als ich geguckt habe, wegen diesen Totems da. Wenn, je nachdem, welchen Boss man besiegt hat, spawnen nachts dann auch andere Monster. Wir halt. Bei Wölfen geradeaus. Na gut, die müssen wir jetzt, glaube ich, also da haben wir jetzt keine Wahl mehr. Schlitz, 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 Schlitz. Gut, sie haben zweimal zugebissen, aber das ist okay. Dafür snacke ich mir jetzt erstmal ein schönes Wolfsfleisch rein. Und du weißt doch, diese Angriffe, die ab und zu mal kommen, wenn die Fledermäuse oder die Kobolde oder so unsere Base stürmen wollen. Das wird scheinbar gestoppt, wenn man den letzten Boss besiegt hat. Okay. Das war jetzt bis jetzt auch nie so nervig. Nö. Aber einmal war es problematisch, glaube ich. Da bist du nämlich gerade aus dem Spiel raus und ich habe extra neu gestartet, damit... Oh, Wolf, hier von hinten. Die dich nicht töten. Und dann wurde ich aber dreimal getötet. Und ohne Waffe war das dann echt scheiße, weil mir jedes Mal dieser Troll auf den Kopf gehauen hat. Ich war unangenehm. Wow. Aber das ist eine Weile her schon, daher... ja, ne? Das sind schon ein paar Folgen her. Das definitiv. So. Ah ja. Straight nach Hause. Drücken wir mal Auto laufen. Lehnen uns ganz entspannt zurück. Wird schon nichts passieren. Ja, Käffchen trinken hier nebenher. Pass auf, rechts in der Werker. Kein Problem, ich bin im Outdoor-Run. Mir kann nichts passieren. Wie machst du das an? Auf Q drücken. Ah. Und dann läuft der von ganz allein. Kannst du die Hände hinterm Kopf nehmen und dich zurücklehnen. Dir kann auch nichts passieren, weil Monster greifen dich nicht an, wenn du im Autorun bist. Das sehe ich so. Ja, super, hinter mir ist ein Berserker. Ja, der tut dir nichts. Du bist im Autorun. Das weiß der auch. Du hast keine Zeit für sowas. Himbeeren. Na, die könnte ich pflücken, hätte ich Platz im Inventar. Habe ich aber nicht. Das einzige Problem beim Autorun ist, wenn du frontal gegen einen Baum läufst. Ja, das ist. Wenn du nur so seitlich dran, dann ist okay, weil dann drängst du dich einfach am Baum vorbei, dann kannst du weiterlaufen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann kannst du weiter die Hände hinter den Kopf nehmen, weil der bahnt sich seinen Weg schon. Ne? Das ist geil. Ja. Jetzt hänge ich am Gebüsch fest. Na, ich bin durchgekommen, ich habe mich nicht bewegt, sehr schön. Oh mein, ich glaube, da ist ein Berserker hinter uns. Der haut mir auf den Kopf drauf. Das ist jetzt aber unangenehm. Aber ich glaube, der will mir eigentlich nur helfen, dass ich an den Pfosten, an dem Baumstumpf vorbeikomme. Würdest du mich bitte noch ein bisschen stärker bitte von der Seite? Genau, geh mal von der Seite. Hallo? Ja, kommst mal von der Seite? Schlägst mal bitte von da auch? Dankeschön. Jetzt kann ich weiterlaufen. Wunderbar. Ist ja gar kein Problem. Also, wo war ich stehen geblieben beim Autorun? Der Autorun ist ja eine praktische Sache, weil wenn das Spiel merkt auch, wenn du irgendwo festhängst und dann schicken die dir einen Berserker, der dich einfach mal ein bisschen zur Seite schubst, dass du da nicht mehr festhängst. Oh Mann, ey. Ich meine, hätten sie mir Schaden machen wollen? Au! Ja, der hat dir nur einen kleinen Geschwindigkeitsschub gegeben. Du sollst mich ja einholen. Aber so kann man dann wieder da sitzen, die Hände hinterm Kopf verschränken und das Spiel spielt sich eigentlich von ganz alleine. Ganz entspannt. Ganz entspannte Sache. Ich könnte jetzt auch parallel Essen kochen. Ich will mal einen Pizzateig für heute Abend vorbereiten. Oh. Aber ne, ich will ja auch noch hier sein. Ich will ja ne, das Spielerlebnis haben. Und das habe ich einfach in dem Fall. Okay. Ähnlich spannend wie der Baumsimulator. Ja, komm, komm. Du schaffst es an der Buche vorbei. Berserker, bitte. Na, brauchst heute gar nicht. Komm auch so vorbei. Na, guck mal, jetzt rennt mir hier so ein Gräuling nach. Der hat aber auch eingesehen, ich bin mit dem Auto ran, also geht der wieder weg.
Oh, der Baum scheint recht dick zu sein. Ja, laufen wir trotzdem durch. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wir sind ja im Autorun. Da können wir. Oh, jetzt kommt ein Berg. Da können wir ja eigentlich gar nicht stehen bleiben. So, mal gucken. Ja, komm. Oh, Berserker und Gift. Dankeschön, Berserker, fürs Weiterschieben. Gar kein Problem. Ich bräuchte. Ja, schiebt mich mal von hinten ein bisschen an. Na, bisschen kräftiger schieben, bitte. Bisschen kräftiger schieben. Danke, dafür brauchst du einfach einen Berserker. Da kommt der kleine Kräuling einfach nicht zum Zug. Da braucht der Berserker Muster schon mal. Aber Digga, von hinten ist jetzt blöd, wir sollten von der Seite schieben. Also ich glaube, von der Seite wäre besser. Aua. Genau, von der Seite. Nee, nicht von vorne, von der Seite wäre schon gut. Genau, schiebt, perfekt, schiebt ihr von der Seite. Sehr schön macht ihr das, sehr schön. Dann können wir wieder nach geradeaus laufen. Dankeschön, Jungs und Mädels. Perfekt gemacht. Und das Schöne ist, wenn man so im Auto ist, man kann auch ab und zu einfach mal das Menü öffnen und sich noch so eine Augencreme reinpfeifen. Man soll ja auch nicht verhungern währenddessen. Au. Oh. Und dann läuft man halt einfach wieder weiter. Wenn die Jungs und Mädels vom Straßenbauservice Westwald aus dem Grasland einen einfach mal geschubst haben, damit man nicht am Baumstamm hängen bleibt. Ja, na, an der Stelle würde ich ganz Autorun-mäßig auch mal die Folge beenden, weil die ist vorbei. Dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und jetzt noch ein Autorun auf den Like-Button. Bleib gesund, hau rein und bye-bye. Tschüss. Thank you.